Weil ich danke dem Film mal. Ja. Ich habe zuerst nicht gewusst, was ich gemacht habe. Ich habe zuerst nicht gewusst. Nein, keine Ahnung. Eigentlich bin ich, wenn man so will, sich will ausdrücken, bin ich Landschaftsmaler. Landschaft oder dann eben so Dorfidylle. Aber die sind heute klein gesagt, gibt nicht mehr als alles ist neu. Und dann ist aber, weil eben die Fasnacht, die bedeutet mir viel, das ist Kultur. Und Kultur muss man pflegen. Und ich habe immer einen Flair gehabt für Fasnacht und die Figuren, hauptsächlich Figuren. Die konnte ich noch zu Basel machen, am Münsterplatz, wo sie einzeln gekommen sind. Ja. Also, früher bin ich auf Basel, weil mir Fasnacht viel sagt. Fasnacht ist Kultur. Da bin ich zeichnen. Und ja, das war eine tolle Sache. Nur musste ich feststellen, dass bei diesen Kosten, bei diesen Narren, viel Detail verloren gegangen im schnellen Zeichnen. Und dann habe ich ein Fotoapparat genommen und habe die einzelnen Figuren fotografiert und habe es dann umgesetzt auf Aquarell. Und das ist das heutige Resultat und ich glaube, es ist mir gelungen. Der Chor hat noch etwas zu sagen zu mir und zu euch. Wir kennen einander schon eben lange. Wenn ich ja gesehen, ich kenne den Fritz wahrscheinlich noch besser als ich. Aber trotzdem, ich will nicht viel von der Ausstellung erzählen, sondern vor allem vom Leben von Fritz. Also wie der Fritz ist ja im 1929, am 23. November, ist er geboren. Und jetzt habe ich schon das erste Problem. Wir haben dann, der Fritz hat dann nachgeforscht in seiner Familie und ich in meiner Familie wegen Geburtstag, weil ich eben am 24. Geburtstag habe. Und er am 23. haben wir vermutet, da ist etwas abgemacht worden. Ja, das ist ja.